Herzlich willkommen aus dem Allgäu und die gute Nachricht zuerst, das Büro ist hier auf dem ersten OG. Wir haben viel Wasser, es regnet und ich möchte gleich mal ein paar Eindrücke zeigen von, ich sage jetzt mal, einem kleineren Fluss und einem Zulauf, nämlich der Ostrach und dem Zulauf der Sterzlach, wie da gerade so heute am 21.05. um 13.15 Uhr die Hochwasser- oder die Wassersituation war. Für die Nicht-Einheimischen oder Eingeweihten hier, der Knackpunkt ist eigentlich die Schneeschmelze. Ja, also der Regen selber, das ist alles so machbar, aber wenn dann noch die Schneeschmelze oben drauf kommt und das braucht auch so ein bisschen mit dem Regen, bis sich das so zusammensetzt alles, ja, das taut dann oben ab, gebündelt mit dem Regen kommt das dann nach und wir sind hier in Sonthofen eigentlich noch relativ gut dabei, weil es fließt wirklich alles, ganz makaber gesagt, direkt weg. Aber unten im, sag ich mal, flacheren Lande, da verteilt sich das dann auf die Wiesen. Und siehe zum Beispiel der Alpsee, der jetzt mittlerweile über seine Ufer getreten ist. Aber jetzt schauen wir uns mal kurz die Situation an der Ostrach und der Sterzlach heute am 21.05. um 13.15 Uhr an.